Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir weiter mit Quarena von Gut und Böse und dem Weltauftrag Tirjasats Lobgesang. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das jetzt wirklich bedeutet, weil der letzte Auftrag, den wir gemacht haben, hieß auch Tirjasats Lobgesang. Deswegen bin ich etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Aber egal, wir machen ihn trotzdem. Geh durch den Durchgang in der Tiefe, betritt Harvest.com durch den Durchgang am Boden des Abgrunds und vollende das letzte Abzor-Ritual. Ja, ich bin da ja schon mal durchgegangen, aber hat nicht funktioniert. Okay. Ich kann nichts drücken. Sind wir an der Spitze des großen Baumstumpfes? Wir haben uns die ganze Mühe gemacht, diese Höhle zu durchqueren, nur um wieder zu blockiert zu werden. Ich habe bereits die Zwillingshornblütenkrone erhalten. Der Harvest Ptokum hätte mich nicht zurückweisen sollen. Sorosch, du siehst nicht so gut aus, stimmt etwas nicht? Es ist die Zwillingshornblütenkrone. Irgendetwas kommt gerade rein. Ah, Sorosch. Die Wurzeln des alten Baumes überkreuzen sich jeder Knotenstrahl ein schwaches. Junge, wie hätte ich das lesen sollen? In der kurzen Zeit, meine Güte. Inmitten der trostlosen Berge schwingen die Recken verschiedene Waffen. Die Pari sind hinter ihnen aufgereiht, obwohl die dunklen Wolken sie einschließen. Weichen sie keinen einzigen Schritt zurück. In den dunkelsten Tiefen schimmern sanft die gigantischen Maschinen. Unter der Glut des lodernden schwarzen Feuers bieten sie Menschen, die um ihr Leben rennen, Schutz. In der grenzenlosen Wildnis stehen ein maskierter Schwertkämpfer und ein einarmiger Weiser Rücken an Rücken. Unter der Ägide vom Quarena widerstehen sie der Flut von Ungeheuern, die wie die Strömung heranstürmt. Das Quarena zeigt allen ihren Weg und ist zugleich für alle ihr Ziel. Die zahllosen Lichter verdichten sich zu winzigen Lichtpunkten, deren weißer Schein von der Basis des Baumes aufsteigt. Nach und nach erhellt sich der einst dunkle Himmel. War es einer von diesen Rückblenden? Ja, sie hat nicht auf uns gewartet. Hey, Sorosch, wach auf. Endlich bist du aufgewacht. Du hast Paimon wirklich erschreckt, als du da oben in Ohnmacht gefallen bist. Mir geht es gut. Aber dann öffnete sich der Baum und wir folgten dem Weg hinein. Ist dies der Riesenlotus Gao Kerena, von dem Zovan gesprochen hat? Wenn das so ist, was ist dann vorhin mit dir passiert? Ist etwas mit der Blütenkrone schiefgelaufen? Ich sah Erinnerungen, die die Erde dem Harvest Ptukum anvertraut hatte. Unzählige Pari, Dari-Vorrichtungen und menschliche Recken opferten sich im Kampf gegen die Dämonen. Ein maskierter Schwertkämpfer, ein einarmiger Weiser und die erste Pari besiegten die Ungeheuer, die aus der Tiefe auftauchten. Ihr Bewusstsein schloss sich dann zusammen mit dem Quarena dem Harvest Ptukum an und verwandelte sich in Regen, der vom Himmel herabkam. Die Dari-Vorrichtungen... Moment. Ist es wirklich so gelaufen, wie Nasuyuna gesagt hat? Da müssen wir wohl Zovan fragen. Ja, das stimmt. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Einmal erinnert sich, dass Zovan sagte, wir müssten die Unreinheit beseitigen oder so etwas ähnliches. Wir müssen das verunreinigte Reich betreten, auf das sich das göttliche Bewusstsein unserer Gottheit stützt, um die Spenderherzen zu retten, die durch die Unreinheit darin gefangen sind. Nur dann wird dieses Bewusstsein wieder erwachen. In den Erinnerungen, die ich sah, war dieser Ort eine grenzenlose Leere. Wenn das der Fall ist, wie sollen wir dann dort hineingelangen? Folgt mir, wir brauchen nur den Spuren nachzugehen, die die Herzen der Recken von einst hinterlassen haben. Und dann werden wir unser Ziel erreichen. Wait, what? Oh, hier unten gibt es sogar einen Teleportation. Nee, oder? Es gibt noch mehr unterirdische Teile. Ich hasse unterirdische Teile, muss ich echt zugeben. Da hoch müssen wir. Ich glaube, wir müssen Sorosch benutzen. Und diese Dinger hier auflösen, nicht? Der Pfad des Lichtrufs. Diese schwebenden Pfade, die wurden einst in alten Zeiten von den Pari für die Recken angelegt, die an ihrer Seite kämpften. Sorosch kann mit Hilfe ihrer Kraft schwebende Lichtkugeln entfalten und um ihren Mitstreitern einen Weg zu ebnen. Ja, genau. Aber gibt es da noch eine, die vielleicht etwas niedriger ist? Oh, aua.
Ja, hier oben gibt's noch einige. Wait, what? Mist. Okay. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Zack. Jetzt müsste ich doch eigentlich hier rüberkommen, oder nicht? Das reicht nicht. Reicht das nicht? Jetzt reicht's. Ich glaube nicht, dass das der herkömmliche Weg ist, aber hey. Das ist mir relativ egal. Okay, was muss ich jetzt machen? What? Okay, ich muss wahrscheinlich so steuern. Tritt das verunreinigte Reich, um nach Spenderherzen zu suchen. Ah? Und wie zum Teufel soll das funktionieren? Woher zum Teufel soll ich wissen, wie das geht? Hä? Gut, dass einem das so gut erklärt wird. Nämlich gar nicht. Na toll, ist der gleiche Mist in Grün. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. What the hell? Okay, ich weiß jetzt, was man machen muss. Man muss diese Quarena-Dinger, ich weiß ja nicht, wie die heißen, diese schwebenden Lichtkugeln muss man finden. Und die platzieren sich dann in der Luft und dann öffnet sich dieses Portal. Also diese Steine, die vor diesem Eingang schweben, zeigen an, wie viele von diesen Dingern du sammeln musst. Und dann öffnet sich das Portal. Fand ich jetzt nicht so offensichtlich, aber gut. Also ich meine, jetzt wo ich es gelöst habe, ist es ziemlich offensichtlich, aber... Ja. Gather. Ich hasse Garme, habe ich das schon mal gesagt. Warum sind das eigentlich immer Garme? Das Ganze müssen wir dreimal machen. Wow. Weiter zum nächsten. Das, was die Unreinheit uns einschließen, wie sie es mit den Spenderherzen getan hat. Aber es wird nichts passieren, solange ihr mit mir kommt. Ich kümmere mich schon darum, ich werde diesen widerlichen Kreaturen, die unsere ehrwürdige Gottheit zu fressen, zeigen, wie mächtig wir Pari sind. Up and away.
Puh. Ganz schön gefährlich. Ja gut, ich bin jetzt bei 2. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zurückgehen zu 1. Also das ist da drüben. Und dann müssen wir jetzt schon mal Ausschau halten nach dem Ding. Also, ah, da drüben ist es. Okay. Das Ding brauchen wir. Zack. Okay. Schwebende Steine inmitten des verunreinigten Reiches. Mysteriöse schwebende Steine inmitten des verunreinigten Reiches, die nur von Pari wie Sorosch gesehen werden können, hat Sorosch Interaktionsfähigkeit gedrückt, damit Sorosch kurz innehält und die verborgenen Steine sichtbar macht. Ja, toll. Und wie komme ich da jetzt hoch? Wow. Ja, warum sind denn diese Teleportationsdinger unter dem Felsen? Was soll denn mir das bringen? Verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, ich brauche Sorosch wieder. Nope, da sind einfach keine Felsen, nice. Hä? Ach, wie nervig ist dieser Weltauftrag einfach. Ich will doch nur da hochkommen. Also ich weiß, wie ich hochkomme mit Zhongli, aber so soll man das ja nicht machen. Ich verstehe es einfach nicht. Da ist halt einfach nichts. Check's nicht. Ich hoffe, ihr habt Kasua, Zhongli, Venti oder ähnliche Figuren. Ja, aber der Georeisende geht auch. Georeisender Elementarfähigkeit auf die Elementarfähigkeit klettern und dann von da aus rüberspringen. Falls ihr auch keine Lösung findet, ist das zumindest eine Lösung. Ja, also manchmal verstehe ich es einfach nicht. Es wird halt auch einfach nicht erklärt. Da steht, benutze Sorosch's Element oder ja, ihre Fähigkeit gedrückt halten, dann machst du unsichtbare Steine sichtbar. Was mache ich? Ich mach's und da sind keine unsichtbaren Steine. Und die Dinger, wo du dich wahrscheinlich rüberziehen sollst, die sind einfach... Schaut mal, wie die hier platziert sind. Was soll denn das bringen? Die sind einfach unter dem Ding. Du kommst da nicht hoch. Wer ist denn dafür verantwortlich? Das ist ja kompletter Schwachsinn. Also das ist safe ein Fehler. Die sollten bestimmt nicht da unten sein. Also wenn das kein Fehler ist, ich wüsste halt nicht, was dieses Ding da unten bringen soll. Aber was weiß ich schon. Jetzt sind alle meine Charakter fast tot. Kriegen wir jetzt das Herz, oder? Ah. Wow. Okay, so langsam entwickelt sich das Ganze zum nervigsten Weltauftrag aller Zeiten, muss ich zugeben. So langsam, aber sicher wird es zum nervigsten Weltauftrag aller Zeiten. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, und inwiefern soll mir das was bringen? Da komme ich ja trotzdem nicht hier rüber. Inwiefern soll mir das jetzt was bringen? Da komme ich ja trotzdem nicht darüber. Wie soll ich denn hier rüberspringen? Das geht ohne die richtige Figur nicht. Entweder bin ich gerade ultra dumm oder ich weiß es nicht. Schaut mal, wie soll ich von hier darüber kommen? Das geht nicht. Erstens mal habe ich den Felsen verpasst. Aber selbst wenn ich ihn nicht verpasst hätte, geht das nicht. Jetzt kann ich Zhongli nicht mal mehr wiederbeleben, ey. Du kannst die Truppeneinstellungen nicht ändern. Ah, ja, geil. Also, nochmal. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Also, nochmal.
Also ohne Spaß, sag mal, bin ich irgendwie wirklich. Ich glaube, ich bin zu dumm. Ich glaube, ich muss wirklich das Spiel deinstallieren und ich bin zu dumm dafür. Quake. Gut, das war jetzt tatsächlich unnötig. Du darfst dich hier nicht bewegen. Ein falscher Schritt und. Alter, deine Figur. Die sprintet aber auch von davon. Ich habe einmal W gedrückt und bin fast runtergefallen. Ich habe nichts gemacht. Einmal W und du fällst. Oh, das geht nicht. Fast runter. Das geht nicht? Oh, Houston, we got a big problem. Oh, oder auch nicht. Ich wüsste halt nicht, wie man darüber kommen soll, ehrlich gesagt. Sorosh ist genau zwischen uns. Da ist kein weiterer Stein. Und hier ist auch nichts, wo man sich hochziehen kann. Was zum Teufel ist das für ein Weltauftrag? Ich verstehe es einfach nicht. Und warum sind die Dinger da unten? Oh, verdammt. Hier ist nichts. Hier wird nichts sichtbar. Hier ist nichts. Ach, man kann die Dinger nach oben machen, oder was? Ah, ich kann es jetzt frei platzieren, oder wie? Oh. Okay, das wusste ich nicht. Okay, das wusste ich nicht. Das erklärt natürlich einiges. Na gut. I didn't know that. I did not know that. Das heißt, jetzt sammle ich das wieder ein. Also ich wusste es vielleicht schon. Und das ist auch ein großes Problem. Deswegen ist es wirklich mein Fehler. Oh nein, 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 das ist nicht gut platziert. Nee, warum es mein Fehler, oder was das Problem ist, ist, ich habe den Weltauftrag vor 4 Wochen angefangen und ich mache ihn jetzt fertig. Also wir sind jetzt am Ende von Version 3.6 und, ja. Und ich habe ihn vor über 4 Wochen angefangen. Und deswegen habe ich Sachen schon wieder vergessen, die einem wahrscheinlich, also es kann sein, dass das schon erklärt wurde, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen wusste ich das wirklich nicht. Ja. Das ist natürlich ganz schön peinlich, aber was soll ich machen? Ich meine, die Aufträge dauern halt aber auch 5 Stunden und so viel Zeit habe ich halt einfach nicht, dass ich das einfach mal so am Stück machen kann. Ich denke, die meisten Leute haben nicht Zeit, um jeden Weltauftrag direkt komplett durchzumachen. Und dann kommt es halt zu solchen, ja, Missverständnissen. Die Steine sind aber auch bescheuert, das ist jetzt mal ganz ehrlich. Die sind auch bescheuert. Kannst kaum drauf stehen. Einmal WSD gedrückt und schon fliegst du runter. Yay, nochmal. So viel Spaß. Spaß, 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 Spaß. Oh, okay. Nevermind. Diesmal ist es nicht seizend. Sehr gut. Naja, hier ist nichts. Berühren. Das war nur eine Illusion. What the hell? Was ist das für ein Ort? Warum kommt mir das so bekannt vor? Lass mich mal meine Runde fliegen und die Gegend auskundschaften.
Okay, sie ist immer noch bei mir, aber gut. Anscheinend kundschaftet sie gerade die Gegend aus. Na, ich glaube, hier sind wir falsch. Oder auch nicht. Doch. Ich habe noch nicht das zweite Herz gefunden. Wir sind schon in der Mitte. Hier war nichts, ne? Sorosch findet einen Ausweg für uns. Uff. Waren wir hier schon? Ja, hier bin ich ja gerade raus. Hier ist, glaube ich, der Anfang, ne? Oder? Ne. Oh, ne, meint, das ist tatsächlich... Ah, hier läuft man tatsächlich im Kreis. Glaube ich, ja. Puh. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Mal wieder ein sehr gelungener Weltauftrag, muss ich schon sagen. Ach, jetzt verstehe ich's. Man soll mit Sorosch losfliegen, lol. Ich dachte, ich mache das von alleine. Ich war jetzt ja eh schon überall. Was ist das da? Da ist es. Hä, aber hier war ich doch. Nee, das war da gerade nicht. Also einfach rechts. Rechts, rechts, links. Nee, das war da nicht. Das war da nicht. Das war da nicht. Das war da... Nein, nie im Leben war das hier. Nein. Das war hier nicht. Das war hier nicht. Das war tausendprozentig nicht hier, dieses Quarena. Das war hier nicht. Das war nicht hier. Das war vorhin nicht hier. Werdet nicht, mich nicht reinlegen lassen. Das war hier vorhin nicht. Lol. Ey, wieso geht das nicht? Was? Ey, ich bin doch schon drüber. Was für ein Unfug. Also wenn du da nicht klettern kannst, dann dürfen sie dich aber auch nicht fast drüber klettern lassen und dir dann quasi sagen, ja, nee, hier geht's nicht weiter, Kollege. Auf jeden Fall super nervig.
Die Spenderherzen wurden alle zum Lotus zurückgebracht. Nachdem was Sorosh vorhin gesagt hat, sollten wir jetzt in der Lage sein, das göttliche Bewusstsein zu erwecken. In diesem Fall soll das wahre Abzor-Ritual beginnen. Als nächstes werde ich mir die Kraft vom Quarena leihen, um Gao Kerena noch einmal mit der Blume der Heiligkeit erblühen zu lassen. Aber das bedeutet auch, dass wir die Unreinheit, die sich im heiligen Lotus angesammelt hat, freisetzen müssen. Sie wird sich in Monster verwandeln und versuchen, uns aufzuhalten. Aber das macht nichts, denn solange das göttliche Bewusstsein geweckt ist, wird uns die Kraft des Amrita schützen. Wenn die Blume der Heiligkeit blüht, wird sie Amrita über das ganze Land verstreuen und es von der aller Unreinheit befreien. Dies soll also der grandiose Endkampf der Tapferen sein. Also die Monster besiegen. Ja, mein ganzes Team ist tot, das habe ich ganz vergessen. Nicht dein Ernst! Erst an dem dämlichen... Ach Mann, ich hasse Game so sehr. Game sind aber auch der größte Müll, der jemals in dieses Videospiel gebracht wurde, ey. Ohne Witz, das ist einfach so unnötig, weißt du? Warum packt man die hier in die Quest rein? Warum kämpft man hier nur gegen Game, Mann? Warum nehmen die immer die Gegner, die man am meisten hasst? Am besten kommen jetzt noch Gespenster, ey. Hydro-Gespenster, bitte. Bitte noch ein paar Hydro-Gespenster. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Dass man auch nur eine Figur alle 140 Sekunden wiederbeleben kann, das ist auch die dümmste Regel, die jemals erfunden wurde in einem einfach 1v1 Solo-Singleplayer-Game. Ich hatte jetzt gehofft, dass es der letzte ist. Natürlich noch ein Hydro-Abgrund-Magier. Hat er gerade den Garm in seiner eigenen Wasserblase gefangen? Lol. Nein, es ist immer noch nicht fertig. Och, das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich sogar sinnvoller gewesen, Xingqiu so wieder zu beleben. Aber egal. Von wegen, das ist fast fertig. Ihr seid überhaupt nicht fertig. Kommen nochmal 20 von diesen dämlichen Garmen als Gegner. Bitte sei der Letzte. Warum bist du nicht der Letzte? Meine Güte. Oh. Ich glaube, es ist mit Abstand der nervigste Weltauftrag, den ich jemals gemacht habe. Offiziell. Es ist beschlossen. Vor allem, wie schafft es echt das Spiel, mir immer die Gegner zu geben, gegen die ich in dem Moment nichts machen kann? Danke.
Oh, es ist weg. Abschluss ist ab, Zora-Ritual, es folgt dem Fluss des Amrita und verlasst zusammen die Oase. Zoran wartet dort bereits auf euch. Habt ihr das Abzor-Ritual wirklich vollendet? Eure Taten sind in der Tat in einer alten Recken ebenbürtig. Sehr überraschend. Du siehst überhaupt nicht überrascht aus. Das Zeichen von Apa Osha ist erloschen und die Erde ist gereinigt worden. Ich hätte nie gedacht, dass dieser ohne Opfer möglich ist. Der Regen war super heftig und jetzt ist das große Loch am Himmel verschwunden. Und der verdorrte Baumstumpf ist wieder zu einem riesigen Baum herangewachsen. Eure Gottheit wird definitiv weniger leiden, da sie nun nicht mehr von diesen Verunreinigungen zerfressen wird. Über die Dinge, die vor 500 Jahren passiert sind. Genau, die Erinnerungen, die Sorosch gesehen hat, besagen, dass unter den Pfadfindern des Skeptikerordens, die die Monster zuerst bekämpft haben, Leute aus Khanria waren. Ach, es gibt keinen Grund, so ernst zu sein. Da ihr die Erinnerungen der Vergangenheit schon gesehen habt, ist das, was ich euch jetzt erzählen werde, keine Geschichte, sondern die Wahrheit. Vor langer, langer Zeit, als ich zum ersten Mal inmitten der Oase erwachte, war der Himmel überall von dunklen und seltsamen Anblicken erfüllt, mit Ausnahme dieses kleinen Landes der Zuflucht. Draußen ist nichts als das Reich der Ungeheuer. Ich sammelte die Kraft vom Quarena gemäß dem letzten Wunsch des göttlichen Vogels und verließ die Oase, um die Ungeheuer zu bezwingen, bis ich draußen in der Wildnis auf den goldhaarigen Mann traf. Der halbe Körper dieser Person war bereits zu einem Monster geworden, aber ich spürte ihre Ungeheuerlichkeit nicht an ihm. Als ich ihn entdeckte, hielt er einen Ring fest in seiner Hand. Ich brachte ihn zurück in die Oase und als er erwachte, behauptete er, ein Dari-Schwertkämpfer zu sein, der nur überlebt hatte, weil er verflucht worden war. Eine Zeit lang reiste ich mit diesem maskierten Schwertkämpfer. Wir widerstanden gemeinsam den Dev, die die Oase überfielen. Ein maskierter Schwertkämpfer. Dein? Ein maskierter Schwertkämpfer aus Khanria könnte das vielleicht. Oh, ihr kennt ihn also doch, das macht meine Erklärung viel einfacher. Nicht lange danach kamen Menschen in gelehrten Gewändern, angeführt von einem einarmigen Weisen aus den Gebieten östlich der Wüste. Sie behaupteten einst Schulter an Schulter mit den Recken von Dari gekämpft zu haben. Sie sagten, dass diese Recken trotz des schlechten Rufs, den sie sich erworben hatten, ihren Weg gegangen seien. Um den Willen jener Recken zu erfüllen und das Unheil aus der dunklen Mulde vollständig zu vernichten, waren sie dem Weg der Recken zu diesem Ort gefolgt. Später betraten wir gemeinsam eine Ruine, die das Volk der Dari hinterlassen hatte, und fanden dort Vorrichtungen, die sich gegen die Ungeheuer gewehrt hatten. Wir gehörten der Truppe, die an dieser Seite der Gelehrten gekämpft hatte. Mithilfe der von den Dari hinterlassenen Dokumente fand der einarmige Gelehrte schließlich einen Weg durch die dunkle Mulde in den Harvest Ptokum. So betraten wir den Baum und benutzten das Amrita, um den verunreinigten Himmel und Boden zu reinigen. Danach gebar die Vorukasha-Oase ständig Pari und die Monster verschwanden langsam aus dem Land. Später verließ der maskierte Schwertkämpfer die Oase zusammen mit einem Mädchen mit goldenem Haar, genau wie du. Und der Weise ging in die unterirdischen Ruinen und kehrte nie zurück. Die Menschen, die übrig geblieben blieben, schlossen sich dem neugeborenen Pari zusammen, nannten sich den Skeptikerorden und leben seitdem hier. Und nun ist dein goldhaariger Recke in das Blumenmeer zurückgekehrt und obwohl es nicht derjenige ist, der zuerst kam, spüre ich, dass wieder etwas zu fließen begonnen hat. Das ist auch der Grund, warum ich dich um Hilfe gebeten habe. Mit deiner Hilfe kann ich mir die Mühe sparen, eine tapfere Seele zu suchen, die an unserer Seite kämpfen kann. Die Aufgabe, Menschen zu lehren, ist in der Tat eine äußerst schwierige Aufgabe. Warum seid ihr Pari eine fauler als die andere? Hey, schließ mich nicht mit deinen Äußerungen in einen Topf, weißes Schweberchen. Nun denn, da ihr das Abzor-Ritual abgeschlossen habt, wird die Unreinheit diesen Ort eine Zeit lang nicht bedrohen können. Und ich kann diese Zeit zum Ausruhen nutzen. Was Sorosch betrifft, so überlasse ich sie euch. Führt sie gut auf eure Reise und schließlich ist diese auch die Arbeit eines Jasnapati. Ich will nicht vom weißen Schweberchen unterwiesen werden. Respektiere deine Lehrerin, Sorosch. Trotzdem, Zurwan, du sagst das so, als würden wir uns nie wiedersehen oder so. Naja, ihr werdet sowieso nicht bei mir bleiben, oder? Ihr Menschen seid alle so, ihr seid immer auf einer Reise. Wir werden zurückkommen. Leider glaube ich das nicht mehr, schließlich höre ich es nicht zum ersten Mal. Übrigens, ich weiß nicht, was aus dem maskierten Schwertkämpfer geworden ist, also grüßt ihn von mir, wenn ihr ihn trefft. Schließlich seid ihr alle Reisende, also besteht immer die Möglichkeit, dass ihr euch trefft. Genug geredet, es ist Zeit für euch, dorthin zurückzukehren, wo ihr hingehört. Vermisst mich nicht zu sehr. Wow. Ich wollte so sagen. Tierjasats Lobgesang. Also ist immer noch nicht abgeschlossen. Mist.
So, bei Catherine angekommen. Catherine, wir sind zurück. Willkommen zurück. Ich habe bereits die Rückmeldung von der Akademie erhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr dieses seltsame Himmelszeichen wirklich lösen könnt. In gewisser Weise habt ihr unsere Erwartungen übertroffen. Hast du vorher nicht gesagt, dass wir die geeigneten Kandidaten für diese Aufgabe sind? Hast du etwa allen dieselben Worte gesagt? Natürlich nicht. Ich habe immer darauf vertraut, dass ihr diese Aufgabe erfüllen würdet. Apropos, vorhin habe ich euch gebeten, euch mit dem Naga-Uniten in Verbindung zu setzen. Habt ihr Hilfe von ihnen bekommen? Schwierig zu erklären. Klingt, als wäre eine Menge passiert. Aber egal, was passiert, es ist alles Teil des Abenteuers. Für Abenteurer ist dies alles ein Schatz. Jetzt, da die Aufgabe abgeschlossen ist, kann der Gilde die Erlaubnis erteilt werden, die Ruinen von Kanria zu untersuchen. Wenn es diesbezüglich Aufgaben gibt, werdet ihr Vorrang haben. Apropos, trotz allem, was wir getan haben, wissen wir immer noch nicht, wer der Auftraggeber ist. Was dies betrifft, es liegt in der Verantwortung der Abenteurer-Gilde, die Identität des Auftraggebers vertraulich zu behandeln. Ich fürchte, ich kann es euch nicht verraten. Aber der Herr, der uns diesen Artikel hinterlassen hat, sagte, er sei ein Autor von kurzen Erzählungen. Ein Autor von kurzen Erzählungen. Dies kommt Paimon irgendwie bekannt vor. Ah, Paimon erinnert sich, dass ein Ältester des Skeptikerordens. Ihr scheint etwas zu wissen, aber nun diese Angelegenheit geht die Gilde nichts an. Die Akademie hat die Belohnung bereits verschickt. Bitte nehmt es. Ui. Tierjasatz, Lobgesang, abgeschlossen. Alright, dann sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.